Hi Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part Enshrouded. Ich bin gerade mega gestresst vom Bellride, deswegen kommt mir das gerade recht, dass ich jetzt Enshrouded spielen kann. Im letzten Part waren wir ja in Leuchtenstein, wenn es so heißt, und haben da den Kessel für die Bäuerin geholt. Und in diesem Part werden wir den Drachen erledigen. Also hoffentlich. Schauen wir mal. In dem Sinne, let's go. Okay, Leute, also ich denke, ich bin bereit loszudüsen. Ich habe mir noch mal ein paar Pfeile gemacht und ich habe mir mal diesen Trank der Brut genommen. Ich weiß nicht, inwiefern mir das weiterhilft. Allerdings werde ich versuchen, dass ich das bei dem Drachen mal einsetze. So, und jetzt gucken wir mal. Wir waren ja hier und haben ja quasi hier alles gemacht. Das heißt, wir müssen jetzt schauen, dass wir zu dem Drachen kommen und deswegen werde ich mir das mal als Wegpunkt setzen und wir düsen natürlich wieder hierhin. In Ordnung. Lasst uns mal gucken, was uns erwartet. Kann ich noch irgendwie essen oder trinken? Jawohl, Linger. Was ist eigentlich hier? Und wieso schwebt hier so ein Ding? Naja, wurscht. Soll uns gerade mal nicht interessieren. Wir wollen ja zum Drachinger. Okay. Lass mich nochmal gucken. Der ist eben irgendwo da hinten. Eigentlich würde ich ganz gerne jetzt durchlaufen. Deswegen gucke ich mal, wie ich am besten jetzt dahin komme. Vielleicht einfach durch die Häuser oder so? Ah, nein, du solltest doch springen, Leute. Springen. Okay. Dann sind wir zumindest schon mal hier. Komme ich hier raus? Nein. Okay. Komme ich hier hoch? Nein. Okay. Dann düsen wir einmal irgendwie hoch. Und dann müssen wir in diese Richtung. Also einfach immer nur geradezu, so wie es mir scheint. Hä? Hier ist eine Wurzel. Habe ich die nicht weggemacht? Jetzt bin ich verwirrt. Lass mich mal kurz überlegen. Wieso steht diese Miasma-Wurzel da noch? Das finde ich äußerst strange. Ich habe sie doch weggemacht. Okay, dann habe ich sie halt jetzt nochmal weggemacht. So, einmal aufs Dach mit dir und einmal dahinter. Und dann haben wir, glaube ich, wieder unsere Ruhe, oder? Okay. Wo bin ich denn jetzt? Ich muss in die Richtung dahinter. Na gut, das sollte aber eigentlich, glaube ich, kein Problem sein. Hier, was haben wir da? Wieder zwei Funken und wir können hier was lesen. Flamme, ich bitte dich um Vergebung. Ich habe nur die Hand ausgestreckt, um deine Schönheit und Stärke zu bewundern. Glaub mir. Ich würde nicht einmal im Traum daran denken, deinen Funken für mich selbst zu beanspruchen. Diese Anschuldigungen sind falsch. Ich war ein Magistrat, weißt du, anerkannt und respektiert. Ich liebe das Gesetz, als wäre es meine Frau, und ich würde so einen heiligen Bund nie verraten. Aber ich bin ein Ausgestoßener geworden, der gezwungen ist, sein Zuhause zu verlassen. Weder Herd, Frau noch Geliebte können mich wärmen. Hebe diesen Fluch der Erloschenen auf. Ich schwöre bei meiner Familie, dass ich ein guter Mensch bin. Ist er das wirklich? Ich weiß es ja nicht. Was sagt ihr denn? So, wie komme ich denn jetzt da hoch am besten? Das ist jetzt die Frage aller Fragen. Vielleicht doch hier hinten? Hier, und dann muss ich irgendwie dahin. Hier können wir auch was lesen. Erbauer steht uns bei.
Sie sind durchgebrochen, die Soldaten der nördlichen Wache. Sie haben alles verwüstet, brüchige Mauern endgültig zerstört. Das Tor wurde gesenkt, wir sind ausgesperrt. Wir können nicht rennen, wie Ratten im Käfig. Ihre Fäuste knallen an das Eisen. Ich senke meine Hände, presse meine Handflächen zusammen und bete. O Erbauer, bitte irgendjemand soll die Tore öffnen. Ich kann sie auch nicht öffnen. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Jetzt bin ich wieder da. Hier sieht's mir aus, als könnte ich hoch. Ja, easy. Und wo komme ich jetzt hin, wenn ich hier lang düse? Nein. Uah. Hilfe? Wo bin ich denn jetzt reingefallen? Halleluja. So, da wollte ich hin. Und da hinten ist der Dragon. Okay, wir können doch also einfach auf die Seite hier und hoch. Genau, und dann kann man hier durchlaufen. Nee, das ist da hinten. Hier geht es wieder eine Treppe hoch. Sehr schön. Oh, und ich glaube, ich bin schon da, oder? Ah. Okay. Ah ja, sieht ganz gut aus. Wo muss ich jetzt hin? Burg Erstein, neuer Ort markiert. Okay. Ah, und hier ist auf jeden Fall mal erstmal eine Kiste. Und ein Speicherpunkt, beziehungsweise wieder Aufstehpunkt. Ja, und da unten ist der Drache. Mein Gott im Himmel. Ob ich das schaffe? Benutzen. Wir trinken jetzt den Trank der Brut. Okay, können wir essen und trinken nochmal? Ja, wird schon schief gehen. Let's go. Hallo Drache. Ach, dieses Betäuben immer. Mein Gott, ich bin entkommen. Halleluja. Aua, was hat er mir jetzt getan? Oh nein. Nein, lauf. Ih, und jetzt sind da auch noch diese Ficker. Oh nein. Hä, wieso kann ich denn hier nicht mehr durchlaufen? Naja. Alter, was macht er? Bisschen fies ist es schon. Richte ich eigentlich jetzt mit meinem Pfeil irgendwie mehr Schaden an? Oh. Ja, darauf sollte ich vielleicht achten. Alter. Was tut er? Ich habe irgendwie Angst. Er spuckt wieder diese Scheiße. Sorry Leute, dass ich gerade nicht so viel rede. Ich bin ein bisschen konzentriert. Meine Güte, bist du hässlich. Also der sieht richtig geil aus, aber er ist hässlich.
Mann, verpisst euch. Nein, das hast du dir wohl so gedacht. Scheiße. Schnell mal ein Fläschchen konsumieren. Mann, und ihr verzieht euch jetzt. Oh no, wo ist mein Bogen? Oh, das hat mich wieder mal getroffen. Nein, zu dir wollte ich nicht. Tschüss. Okay, ich habe ihn fast. Aber auch nur fast. Ich habe keine Ausdauer mehr. Mist, Mist, Kaka. Machen Sachen. Ha. Tschüss. Ich habe keine Ausdauer mehr. Verpiss dich. Komm schon, stirb bitte endlich. Ah, du bist doch fast tot. Was willst du eigentlich von mir? Stirb! Was? Ist er tot? Oh. Mein Gott, wie kann man nur so angespannt sein? Erstmal durchatmen. Okay, was hat er jetzt dabei? Wir nehmen mal alles mit. Einen Schlüssel zur Burg Erstein und neue Geschichte, Adel und Geschichte. Also, wir haben jetzt seinen Kopf. Dann habe ich einen Ring, 30 Mana-Punkte und 30 Lebenspunkte. Runen. Und ja, ich glaube, das war's. Hier ist noch der Schlüssel. Standort oben. Oh, Hilfe, was passiert? Gott, Alter, da macht er auf einmal Geräusche. Was seid ihr denn für verbuggte Dinger? Naja, hier ist es auf jeden Fall dunkel. Ich brauche mal Licht. Was ist denn jetzt hier Schönes? Da kann man... Was ist das? Ach, Nägel. Ah, hier kommt man raus. Okay. Dann schauen wir doch mal, was hier draußen so ist.
bin im Miasma. Okay, was mache ich denn jetzt im Miasma? Hä? Was ist denn hier jetzt los? Muss ich da runter? Ich will da nicht runter. Ich glaube, ich gehe wieder zurück. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ich da runter muss. Oder nicht. Und wo muss ich jetzt nochmal rauf? Hier ist auf jeden Fall eine Kiste. Das war aber nicht der richtige Weg. Hä? Klein Lunetra ist verwirrt. Von wo bin ich denn gekommen? Okay, ich verstehe jetzt nichts mehr. Ach, hier. Okay, oder? Nee, das ist wieder eine andere Tür. Hä? Ah, hier bin ich auf jeden Fall wieder draußen. Was ist hier? Ah, nein. Uff. Ack. Also irgendwie... Ach so, hier war ich schon, ne? Stimmt. Ah, da oben kann ich aber auch noch hin. Eigentlich. Wie wär's mit E? Hallo? Jetzt. Machen wir mal die auf. Und schauen, was hier ist. Ich kann nämlich auch drüber hangeln. Oha, volles Labyrinth und so. Oh, Kiste. Eine Henkersaxt. Coole Sache. Okay, jetzt bin ich hier. Und jetzt bin ich hier. Und hier war ich aber schon. Dann will ich jetzt eigentlich nochmal runter. Nochmal da rein. Also ich bin ja vorher da lang gedüst. Was gibt's denn hier? Hm. Ist da ein Gang dahinter? Ja. Okay. Gebet der Flamme, Schriftheilung. Gebet der Flamme, Schriftrolle, Kettenheilung, Standort oben. Also hier kann ich auf jeden Fall auch hoch. Und jetzt bin ich schon wieder im Miasma. Will ich doch nicht hin. Standort oben. Wo oben? Verspult. Doch nochmal durch die Tür, oder wie? Was ist hier, wenn man hier so lang düst? Oh. Nix. Hier kann ich doch hin. War ich hier schon? Ja, hier war ich schon. Hä? Ich komme nicht mehr mit. Standort oben. Ah, schaut mal, da hinten kann ich hochklettern. Da ist eine Tür und hier ist eine Tür. Was ist jetzt hier? Wartet mal, erstmal kann man hier hoch. Was geht hier? Standort oben. Da liegt der Drache. Hier ist nix. Wie komme ich denn hoch? Aha, jetzt bin ich wieder hier. Da bin ich gerade runter. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Hm, war ich hier schon? Ja. Hey. Oh, da ist auch noch mal was. Schauen wir da hin. Oh.
Ah, da unten ist eine Kiste. Welche des Wache des Nordens, Helm. Und wir lesen. Oh, wieder was ewig langes. Segel setzen. Wohin er auch geflohen ist, Gormanda ist alleine oder bei einer anderen Kurtisane. Die Stadt ist überrannt, sie haben früh morgens unsere Mauern niedergerissen und hüllen unsere Stadt nun in dicken atemraubenden Nebel, dessen Farbe an Straußenfedern erinnert. Jetzt hocke ich hier, allein, zum ersten Mal seit Jahren, wie ein kleines Mädchen. Mein Herz flattert wie ein aufgeregter Kanarienvogel in seinem Käfig. Ich hätte weglaufen und mir ein Schiff besorgen sollen, es vielleicht kapern können. Immerhin kann ich fechten und eine Karte lesen. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Ich könnte immer noch mit dem Blau des Meeres aufwachen und das Salz auf meiner Haut spüren, Meerjungfrauen sehen und laut an den Dock singen. Ich will in einem Sturm enden, in einer Feuersbrunst und nicht in einem einsamen kleinen Turm. Lacht mich nicht aus, ich fühle mich so klein. Weiter geht's nicht. Wer auch immer das jetzt schon wieder gesagt hat. Okay, wir können aber noch weiter hoch anscheinend. Hä? Oder auch nicht? Ja, Leute, wo muss ich denn jetzt hin? Es ist halt auch schon wieder dunkel und man sieht wieder nichts. Also wenn ich so auf die Karte schaue, dann glaube ich eigentlich, dass wir fertig sind. Jetzt müsste ich nur mal irgendwie irgendwas finden, wo ich nicht im Miasma bin, so wie hier zum Beispiel. Und dann kann ich, glaube ich, eigentlich heimdüsen. Coole Sache. Wo ist mein Zuhause? Dort. Schnellreise. Ja, sehr, sehr schön. Dann haben wir das geschafft. Herr Zimmermann, was möchten Sie denn? Willst du einen Witz hören? Schreiner ohne Schreinerwerkzeuge. Das war's. Das ist der Witz. Ich bin lächerlich. Ein Scharlatan. Ich brauche richtiges Werkzeug, aber der Schmied will mir seins nicht leihen. Unglaublich sowas. Ich weiß aber, wo es Schreinerwerkzeuge gibt. Sagt dir die Forschungsstätte an den Säulen der Schöpfung etwas? Nö. Ich kann irgendwas Neues bauen. Tatsächlich, Steintische, cool. Fenster, Zäune, Wasserbrunnen. Den muss ich sogar bauen. Dafür brauche ich einen Holzeimer. Und dafür brauche ich Metallplatten. Okay. Das sollte ja aber kein Problem sein. Jetzt möchte ich mal schnell gucken. Wir haben ja hier den Wache des Nordenshelm. Mag ich mal kurz gucken, 23 und 15, 18 und 18. Also dann glaube ich doch aber tatsächlich, dass meiner auch schon wieder besser ist als der. Gut, lassen wir einfach so. Sonst noch irgendwas? Die Henkersachs, 48 Schaden. Das nickt schlecht. Und die Handschuhe haben 12. Oh, die haben aber auch plus Fernkampfschaden und plus Nahkampfschaden. Was haben meine? Auch 12. Cool, dann würde ich die auf jeden Fall tauschen. Ja, super. Haben wir da auch schon wieder ein bisschen was? Habe ich eigentlich irgendwelche Punkte, die ich vergeben kann? 2 hätte ich, aber ich glaube, das hat nicht gereicht. Nee, hat es nicht. Okay. Ja, dann würde ich doch mal sagen, ich gucke nochmal auf die Karte. Jetzt haben wir ja hier schon einiges entdeckt. Deckt auf jeden Fall und haben jetzt hier eben weiter Richtung Osten das ganze Zeug. Vielleicht machen wir aber erst den Norden fertig im nächsten Part und dann bin ich auf jeden Fall gespannt, was uns noch so erwartet. Ich bin ja froh, dass ich jetzt zumindest den Drachen schon mal besiegt habe beim ersten Try. Und deswegen, meine Lieben, beende ich den Part an der Stelle. Ich hoffe, ihr wart genauso aufgeregt wie ich und ich wünsche euch noch einen super schönen Abend. Wir sehen uns im nächsten Part. Bye!